Ein Video aufgenommen in Damaskus, Syrien. Ein Uniformierter führt einen Mann an eine Grube. Das ist schon massiv verstörend. Solche Szenen aus dem Video zeigen wir nur in einer Nachbearbeitung. Aus Respekt vor den Opfern. Es will ja gar nicht mehr aufhören. Es sind sehr, sehr viele offensichtlich vollständig wehrlose Menschen, die erschossen werden. Wir schauen dem Täter direkt ins Gesicht, wenn er abdrückt, völlig gewissenlos. In 6 Minuten und 43 Sekunden werden 10 Menschen erschossen. Die Opfer werden von ihren Killern verhöhnt. Ein Gruß an den Boss. Mit den besten Grüßen an den Boss. Die Täter wollten das Video absolut geheim halten. Dieser Bericht deckt ein bisher unbekanntes Verbrechen in Syrien auf. Forscher suchen nach den Hintergründen und spüren die Täter auf. Über Massaker, die sie begangen haben, werden die Täter selbst Auskunft geben. Ihre Taten stürzt diese syrische Familie in Deutschland in tiefe Trauer. Sie erkennt in dem Video einen geliebten Menschen wieder. Dreimal erschossen, dreimal. Uns fehlen die Worte. Amsterdam in den Niederlanden. Ur-Ungör auf dem Weg ins Büro, mitten in der malerischen Altstadt. Am NIOD, dem Institut für Krieg, Holocaust und Völkermordforschung, lehrt der Geschichtswissenschaftler ein brisantes Fachgebiet: Täterforschung. Vor knapp 3 Jahren spricht ihn ein Freund auf einer Konferenz in Paris an. Er müsse sich unbedingt etwas anschauen. Wir haben uns ganz hinten in ein Café gesetzt. Dann zeigte er mir in seinem Handy ein Video, das selbst ich nach 20 Jahren Forschung zu Völkermord schockierend fand. Das Video ist definitiv ein Durchbruch in der Forschung zu Massengewalt, eben wegen des unmittelbaren Tötens, das wir sehen. Das Video zeigt gefesselte Opfer, Augen und Ohren mit Plastikstreifen verklebt. In dieser Szene muss ein Mann in die Grube springen und wird noch in der Luft erschossen. Das Video für Ur-Ungör, der Beginn einer langwierigen, beklemmenden Recherche. Wer sind die Täter? Wer sind die Opfer? Das fragen sich er und eine Kollegin. Die Soziologin können wir nur anonymisiert zeigen. Ihre Familie lebt in Syrien. Für ihre Verwandten und sie selbst kann es gefährlich werden, sollte sie jemand erkennen. Warum also geht sie das Risiko ein? Als Syrerin, ich bin Syrerin, ich bin Teil dieser Gesellschaft, wollte ich wissen, wie es so weit kommen konnte. Dass wir eine solch brutale Person oder solche Personen, Akteure haben, die zu diesen Taten fähig sind. Ich wollte das wissen. Als Wissenschaftlerin, als Mensch, als Syrerin. Im Frühjahr 2020 beginnt die Soziologin mit Recherchen zu Zeitpunkt und Ort des Verbrechens. Geschah es im Rebellengebiet oder auf Gebiet des Assad-Regimes? In dem Video ist eine arabische Schrift an einer Wand. Ins Deutsche übersetzt steht hier die Befreiung von Yalda. Yalda ist ein Ort südlich von Damaskus. Wir haben den Satz gesehen und dachten, es fand in Yalda statt. Aber dann haben wir Leute von dort gefragt und Nichtregierungsorganisationen. Und die haben gesagt, das ist nicht Yalda. Die Suche nach dem Ort also erst einmal eine Sackgasse. Und der Zeitpunkt? Laut Dateinamen entstand das Video am 16. April 2013. Im Frühjahr 2013 herrscht bereits seit 2 Jahren Krieg in Syrien. Proteste von Jugendlichen weiten sich zu flächendeckenden Demonstrationen gegen das Assad-Regime aus.
Oppositionelle erobern mehr und mehr Gebiete. Machthaber Assad schlägt immer wieder brutal zurück. Nur wenige Monate, bevor das Video mit der Massenerschießung entstanden ist, spricht er vor seinen Anhängern. Jeglichen legitimen Protest gegen seine Herrschaft bezeichnet er als Terrorismus, der von außerhalb gesteuert sei. Wir werden nicht aufhören, bis wir in Syrien den letzten Terroristen gestoppt haben. Wir werden nicht mit dem aufhören, was wir begonnen haben. Die ganze Entschlossenheit des syrischen Machthabers bekommt Rani Matouk damals am eigenen Leib zu spüren. Inzwischen wohnt die Künstlerin in Leipzig und kann davon berichten. Zu Beginn der Revolution mit Anfang 20 habe sie selbst gegen das Regime demonstriert. Ihr Vater, ein bekannter Rechtsanwalt, setzte sich in Syrien für Verfolgte von Assad ein. Eine Vertrauensperson für viele in der Opposition. Nicht nur ich, sondern viele Leute haben immer das Gefühl von Sicherheit, wenn er da ist. Doch im Oktober 2012 wird ihr Vater Khalil Matouk auf dem Weg zur Arbeit verhaftet. Bis heute fehlt von ihm jede Spur. Zum Gedenken an ihn hat Rani Matouk dieses Bild gemalt. Sie selbst gerät in die Fänge des Regimes. Für mehrere Monate kam sie in ein Geheimdienstgefängnis, der Branch, wie sie sagt. Ohne Angabe, warum. Gleich zu Beginn habe sie ein brutales Ritual erlebt, die sogenannte Willkommensparty. Sie haben mich gefesselt und die Augen waren zu erstmal. Aber als wir den Branch erreichen haben, sie haben uns zuerst mal nur geschlagen. Und das heißt ein Willkommenparty. Viele Syrer Leute kennen das Willkommenparty. Es gibt keine Frage, es gibt nur Schlagen. Nach ihrer Entlassung gelingt es ihr, nach Deutschland zu fliehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Regimekritikern, deren Schicksal ungeklärt bleibt. So wie das Schicksal ihres Vaters. Zurück in Amsterdam. Nach 3 Monaten stößt die Soziologin auf einen wichtigen Hinweis. Ein Palmengraffiti an der Wand führt sie zum Namen des Künstlers, der es gemalt hat. Dieser teilt ihr mit, der Ort liege im Stadtteil Tadamon im Süden von Damaskus. In der Nähe einer Moschee und eines Hochzeitssaals. Mit Hilfe weiterer Experten kann die Soziologin den Ort schließlich lokalisieren. Für die NIOD-Forscher ergeben sich daraus deutliche Indizien. Das Regime hat dort ein ganzes Viertel zerstört und im November 2012 Gebäude in die Luft gejagt. Der Ort war also genau richtig für ein Verbrechen, da er 2013 leergefegt war. Also bemerkenswert ist, dass die Leute in einer Straße hingerichtet wurden, die fast immer unter Kontrolle des Assad-Regimes stand. Ur-Üngör und seine Mitarbeiterin fragen sich, ob sie noch mehr über die mutmaßlichen Regierungskräfte herausfinden können. Sie beschließen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie wollen die Täter ausfindig machen. Dieser Todesschütze ist in dem Video besonders oft zu sehen. Wer ist er? Ein Soldat? Ein Polizist oder vom Geheimdienst? Die Soziologin recherchiert, welche Sicherheitskräfte im Frühjahr 2013 im Stadtteil Tadamon im Einsatz waren. Eine langwierige Suche, denn der syrische Geheimdienst ist überall präsent. Dann fanden wir heraus, dass es zusammengeschlossene Geheimdiensteinheiten waren. Der syrische Militärgeheimdienst, Abteilung 227. In Syrien gibt es gleich 4 Geheimdienste. Den politischen Geheimdienst, den allgemeinen Geheimdienst, den Luftwaffengeheimdienst und den Militärgeheimdienst. Von dort können die NIOD-Forscher eine direkte Befehlskette zur Abteilung 227 und zum Kommandanten im Stadtteil Tadamon rekonstruieren.
Am Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin forscht Noura Shalati zu den syrischen Geheimdiensten. Sie analysiert auch die Rolle der Agenten während der syrischen Revolution. Schon zuvor hätten die Geheimdienste die Gesellschaft weit durchdrungen. Mit Überwachung, Einschüchterung bis hin zu Folter in Gefängnissen. Die Geheimdienste in Syrien wurden 2011 relativ kalt erwischt, mit dem Ausmaß, dass die Proteste und Demonstrationen angenommen haben. Sie griffen also auf ein altbewährtes Mittel zurück, und das ist Repression, das ist Gewalt. Der syrische Geheimdienst ist einfach ein unfassbar brutaler und menschenverachtender Geheimdienst. Also was wir sehen und was wir hören von Folterüberlebenden, das ist einfach grausam. Aber wer hat dieses Massaker begangen und gefilmt? Die Soziologin in Amsterdam sucht in sozialen Netzwerken nach Mitarbeitern der Geheimdienstabteilung 227. Dann stößt sie auf dieses Facebook-Profil. Ein Mann, der mit dem Motorrad prahlt und gern zum Bodybuilding geht. Ganz offensichtlich ein glühender Anhänger des Machthabers Assad. Ist das der Massenmörder? Zuerst dachte ich, das ist unglaublich. Wie kann ein Killer, der so ein fürchterliches Massaker begangen hat, auf Facebook sein? Dann wurde ich etwas skeptisch. Ich wollte absolut sicher gehen, dass dies tatsächlich der Mann war, nach dem wir gesucht hatten. Die Forscher überprüfen persönliche Angaben, vergleichen Gesichtsmerkmale und sind sich sicher. Er ist der Mann aus dem Video. Wir machen ihn bewusst unkenntlich. Obwohl der Täter ein Geheimdienstmann ist, könnte er selbst in das Visier des Assad-Regimes geraten. Die Forscherin steht nun vor einem einschneidenden Augenblick. Ich hatte widersprüchliche Gefühle. Ich war froh, aber auch nervös. Wer war er? Wie kann ich mich ihm annähern? Wie soll ich einem solchen Killer begegnen? Unter falscher Identität schreibt sie dem Mann über Facebook. Wird er antworten? In Bielefeld forscht Psychologe Frank Neuner zu den Folgen von Krieg und Folter für Opfer, aber auch für Täter. Etwa zu Kindersoldaten in Afrika. Das Video aus Damaskus ist selbst für ihn nur schwer zu verkraften. Sie zögern keinen Moment, als sie das tun. Es ist nicht der Hauch von Scham zu erkennen, es ist nicht der Hauch von Schuld zu erkennen, es ist nicht der Hauch von Zögern zu erkennen, sondern sehr, sehr viel Routine in dem, was sie tun. Das erweckt ganz massiv den Eindruck, als ob das nicht das erste Mal gewesen wäre, sondern schon eine große Gewohnheit an das, was hier passiert. Doch wie kann ein Mensch überhaupt so kaltblütig töten? Leider ist es tatsächlich so, dass es bei Menschen so etwas wie eine absolute biologische Hemmung, andere Menschen zu quälen und zu töten, nicht gibt. Die Menschen sind unter bestimmten Situationen dazu in der Lage, das zu tun. Sie sind dazu in der Lage, vollständig ihr Mitgefühl für andere Menschen auszuschalten. Und zu dieser Enthemmung tragen dann Regimes, trägt das Militär, tragen solche Einheiten bei, ganz systematisch. Im März 2021 meldet sich der Täter tatsächlich direkt aus Syrien. Das ist der Mitschnitt aus dem Videochat. Wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Was gibt es? Wann kommst du nach Syrien? Er war sehr freundlich, neugierig, aber auch misstrauisch. Er hatte Fragen, wie sie alle Geheimdienstmitarbeiter in Syrien haben. Warum hast du mich kontaktiert? Warum schreibst du mir? Wer bist du?
Ich habe dann gesagt, ich bin eine Forscherin, eine Studentin, die mehr über deine Erfahrung im Krieg wissen will. Ich habe 7, 8 Jahre gekämpft. Ich war an der Front. Ich war für eine Front zuständig. Genaueres sagt er nicht. Danach taucht er ab. Erst im Sommer ein erneuter Anruf. Dieses Mal geht er weiter. Ich habe viele Menschen getötet. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Auf der Facebook-Seite des Killers findet die Soziologin auch dessen Vorgesetzten, mutmaßlich ein Oberst der Geheimdienstabteilung 227. Dieser führt im Herbst 2013 einen Reporter des amerikanischen Senders CNN zu Gebieten im Süden von Damaskus, die zuvor in Rebellenhand waren. Ein Mann, dem das Assad-Regime offensichtlich vertraut. Es gelingt der Soziologin, auch ihn zum Reden zu bringen. Er lobt seinen Mitarbeiter aus dem Video. Er ist ein Held unter Helden. Wir haben das Recht, die zu töten, die unser Land angreifen und zerstören. Warum bringt ihr mir die ins Gefängnis, um sie zu töten? Das kann ich doch gleich auf der Straße machen. Im Gefängnis muss ich ihnen eine Nummer geben, sie durchfüttern. So sind sie eine Belastung für den Staat. Wir sehen in dem Video, wie einfach der Schütze Dutzende Leute umbringt. Es ist diese Kaltblütigkeit, die der Militärgeheimdienst braucht, um seine Aufgaben zu erfüllen. Und von daher ist es aus seiner Sicht völlig logisch, dass der Boss den Hauptschützen einen Helden nennt. Rani Matuk aus Leipzig kennt den Schützen aus dem Video nicht. Aber sehr wohl die Abteilung 227 des syrischen Militärgeheimdienstes. Denn genau dort sei sie inhaftiert gewesen, sei dort mehrere Wochen auf engstem Raum mit anderen Frauen eingepfercht gewesen. Immer wieder habe sie Verhöre und Schläge über sich ergehen lassen müssen. Und sie habe mitbekommen, was anderen Gefangenen widerfahren sei. Ich entdeckte, dass der Mensch Laute von sich geben kann, die ich noch nie gehört habe. Im Todeskampf, wenn eine Person durch eine Plastiktüte erstickte oder langsam ihre Seele durch einen Stromschlag verliert. Diese Laute sind noch immer in meinem Kopf. Laut der Organisation Syrian Network for Human Rights wurden seit 2011 in Syrien mehr als 200.000 Zivilisten durch das Regime getötet. Bei Luftangriffen, aber auch durch das Morden der Geheimdienste. Bei dem Massaker im April 2013 in Tadamon finden sich in der ausgehobenen Grube die Körper von mehr als 40 Menschen. Ein weiteres Video zeigt, die Leichen wurden später mit den Reifen verbrannt. Den Forschern in Amsterdam gelingt es, mehrere Opfer zu identifizieren, mit Hilfe von Listen vermisster Personen und Gesprächen mit Angehörigen in Syrien. Die Opfer sind im Alter von 20 bis 55 Jahren, Frauen und Männer. Einige haben noch ihren Schlafanzug an. Also wahrscheinlich wurden sie aus ihren Häusern geholt. Und wir wissen, dass es 2013 viele Checkpoints überall in Syrien gab. Geheimdienstagenten wählten einfach Leute aus, die ihnen verdächtig erschienen. Nie als echte Gefahr, aber als mögliche Gefahr für das Regime. Ende November hat die Soziologin in Amsterdam wieder Kontakt zu dem Täter aus Damaskus. Sie tauschen Textnachrichten aus. Der Mann ist extrem misstrauisch. Deshalb hat sie bisher gezögert, ihn mit dem Video direkt zu konfrontieren. Nun wagt sie es. Als ich das Video zeigte, sagte er zuerst: Bin ich das? War ich das? Ich sagte, ja, das bist du. Und er sagte, ich bin ein Soldat. Ich gehorche Befehlen. Das bedeutet gar nichts. Er relativiert seine Taten also mit Befehlen von oben. Von wie weit oben? Die Forscher vom NIOD-Institut haben die Verbindungen innerhalb des Machtapparats im Detail analysiert. Sie sehen Machthaber Assad in einer direkten Verantwortung. Denn er ernennt die Chefs der Geheimdienste.
Es gibt mehrere Hierarchiestufen zwischen dem Hauptschützen und Präsident Assad persönlich. Und es sind nicht viele. Zweifellos haben die Täter nicht nur eine Verbindung zu dem Assad-Regime, sie sind das Assad-Regime. In den Geheimdiensten läuft wenig, was der Präsident nicht weiß. Also die Berichterstattung läuft hierarchisch nach oben zu. Dem Präsidenten wird Bericht erstattet und innerhalb der Geheimdienste gibt es auch eine strenge Hierarchie, also eine wirkliche Top-Down-Regierung. Demnach wäre das Assad-Regime also verantwortlich für die Massenerschießung im April 2013. Wir haben die syrische Botschaft in Berlin mit einem ausführlichen Fragenkatalog zu den Vorwürfen konfrontiert. Was weiß man über die Massenerschießung unschuldiger Zivilisten 2013 im südlichen Damaskus? Wurden die Täter bestraft? Doch wir haben keine Antwort erhalten. In Syrien lässt das Assad-Regime Verbrechen, wie sie in dem Video dokumentiert sind, also ungesühnt. Ein Gesetz regelt, dass Geheimdienstmitarbeiter weitgehend straffrei bleiben. Assad erkennt auch Institutionen wie den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht an, entzieht sich dort also einer möglichen Strafverfolgung. Carla Del Ponte war früher Chefanklägerin an diesem Gericht, später Mitglied einer Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu den Verbrechen in Syrien, bevor sie frustriert zurücktrat. Noch heute sagt die Schweizerin, an Beweisen habe es nie gemangelt. Doch es fehle der politische Wille, das Assad-Regime vor Gericht zu bringen. Das Video aus Tadamon ist für sie keine Überraschung. Schon aus anderen Kriegen habe sie ähnliche Aufnahmen gesehen. Häufig erstellt von den Tätern selbst. Die sind alle stolz auf das, was sie gemacht haben. Drum filmen sie. Ja, das ist Alltag beim Syrienkrieg. Das ist Alltag, das ist unglaublich. Juristisch gesehen hätten das Video und die dort dokumentierten Taten einen unschätzbaren Wert. So ein Beweis ist fantastisch, oder? Also zynisch gesprochen. Dieser Beweis ist sicher eine sehr gute Grundlage für eine durchgehende Ermittlung und dass man eine Anklageschrift bereiten kann und vor Gericht gehen kann. Für Syrien natürlich wäre es gut, wenn Deutschland ein Ermittlungsverfahren eröffnet, sicher. Tatsächlich gab es in Koblenz zuletzt einen weltweit beachteten Prozess. Zwei syrische Geheimdienstagenten wurden zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt, wegen Folter und Mordes. Möglich macht dies das sogenannte Weltrechtsprinzip. Als einer von wenigen Staaten legt Deutschland dieses Prinzip sehr weit aus, kann auch im Ausland begangene Verbrechen ahnden, wenn die Täter in Deutschland sind. Im Fall des Täters von Tadamon wäre ein internationaler Haftbefehl denkbar. Wir fragen bei den zuständigen Ermittlern nach, bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Wir erfahren, hier kennt man das Video. Doch öffentlich hält sich die Behörde bedeckt. Man äußere sich nur zu Festnahmen oder etwa bei Anklageerhebungen. In Amsterdam gehen die Soziologin und Ur-Ünger inzwischen davon aus, dass es noch viel mehr solcher Videos gibt. Sie vermuten, dass sie von den Tätern selbst aufgenommen wurden, weil das Regime solche Verbrechen systematisch dokumentieren lasse. Ich denke vor allem als Beweis, dass der Job erledigt wurde. Zweitens als eine Art Videotrophäe. Und drittens möglicherweise für ein Archiv der Gräueltaten, um später etwas in der Hand zu haben gegen die Leute, die in diese Verbrechen verstrickt sind. Bis zuletzt hat die Soziologin Kontakt mit dem Täter von Tadamon. Sie berichtet von einer klaren Botschaft, die der Killer ihr übermittelt habe. Er drohte, ich werde dich töten, ich werde deine Familie töten. Du wirst noch bereuen, dass du mit mir gesprochen hast. Drohungen, von denen sie sich nicht einschüchtern lässt. Als die beiden Forscher schließlich ihre Recherchen veröffentlichen, wird in der gesamten arabischen Welt über das Verbrechen in Tadamon berichtet. Das Originalvideo, auf dem einige der Opfer zu erkennen sind, taucht in sozialen Medien auf. Für einige Familien bringt es nun schreckliche Gewissheit. Selbst tausende Kilometer entfernt in Deutschland, im Rhein-Main-Gebiet.
Siham und Omar Siham sind aus Syrien geflohen. Jetzt holt sie der Krieg in ihre Heimat wieder ein. Ein Freund hat ihnen das Video geschickt. Darin erkennen sie und ihre beiden Töchter einen Mann wieder, den sie lange Zeit schmerzlich vermisst haben. Ihren Bruder, ihren Sohn Wasim, damals 34 Jahre alt. In dem Video trägt er ein weißes T-Shirt und eine blaue Hose. Diese Hose, die er da anhat, die habe ich ihm gegeben. Und ich habe sein Gesicht erkannt. Ich bin eine Mutter und ich kenne meinen Sohn. Das ist mein Sohn. Wasim bei seiner Hochzeit, 2005. Ein lebensfroher Mann, wie es scheint. Die Familie berichtet, der Vater zweier Töchter habe in einer Zementfabrik und in Bäckereien der Familie gearbeitet. Am 14. April 2013, zwei Tage vor dem Massaker von Tadamon, sei Wasim plötzlich verschwunden. Warum? Das wissen sie bis heute nicht. Politisch aktiv sei Wasim nie gewesen. Der Vater versucht, den Tag des Verschwindens zu rekonstruieren. Von ihrem Haus im Palästinenserviertel Yarmouk sei Wasim frühmorgens aufgebrochen. Im Auftrag der Regierung habe er als Lohnunternehmer Mehl in eine staatliche Bäckerei in den benachbarten Stadtteil Tadamon transportiert. Auf dem Weg liegen mehrere Checkpoints. Hier ist der Checkpoint des Geheimdienstes. Und hier ist die Bäckerei. Nachdem er das Mehl abgeladen hatte, sei Wasim plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen. Überall hätten sie nach ihm gefragt, bei den zuständigen Milizen, beim Geheimdienst. Erfolglos. In der Familie dachten sie, Wasim sei im Gefängnis gelandet. Mein Bruder Wasim bedeutet mir viel. Ich war immer auf die Hoffnung, dass er rauskommt, dass er irgendwie nicht so gesundheitlich nicht so gut ist. Aber trotzdem haben wir 10 Jahre lang die Hoffnung gehabt. Doch ihr Sohn und Bruder wurde wahrscheinlich zu einem der vielen willkürlichen Todesopfer des Assad-Regimes. Nun fordern die Siams Rechenschaft und Gerechtigkeit. So wie auch diese Syrerinnen und Syrer in Berlin. Kurz nachdem das Verbrechen von Tadamon bekannt wird, stellen sie Fotos von verschwundenen Menschen auf. Stellvertretend für viele Tausende, für die das Regime verantwortlich gemacht wird. Und Machthaber Assad? Nach der Veröffentlichung des Videos erlässt er eine ungewöhnliche Generalamnestie. Häftlinge, die wegen angeblichen Terrorismus einsitzen und niemanden getötet haben, sollen freikommen. Doch zu den Tätern und einer möglichen Bestrafung kein Wort. Ich halte es für wesentlich, dass Europa, in das so viele Syrerinnen und Syrer geflohen sind, diese Gewalttaten des Assad-Regimes ernst nimmt. Was ist die Bedeutung der Wörter nie wieder, wenn wir es zulassen, dass ein Killer und sein ganzer Apparat mit diesen Verbrechen einfach weitermachen? To continue to commit this type of violence.